Und da sind wir wieder zurück zu Pokémon Gold. Wir haben Willy und Koga besiegt im letzten Part. Und jetzt holen wir uns Bruno. Da werden wir aber Ho-Oh brauchen als erster. Wahrscheinlich. Ich hoffe schon. Ich bin Bruno, ein weiteres Mitglied der Top 4. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin, da ich an mein Potenzial glaube. Auf diese Art bin ich so stark geworden. Kannst du unserer Kraft widerstehen? Ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus. Genau richtig für einen Kampf. Bereit, Zlavos? Du wirst dich unserer unbändigen Kraft beugen müssen. Und uha, sagt er nicht und ha, sondern uha. Toffee-Bruno möchte kämpfen. Capoeira, schickt er rein. Ah, scheiß Ruckzuck-Hieb, verdammt. Wenn er mich jetzt so besiegt, scheiße ich drauf. Gut. Zuletzt mal tot, muss ich halt das einsetzen. Spuckball bringt, glaube ich, nichts, oder? Ich habe jetzt keinen Bock da auf die Kacke. Genau. Oh, nix. Da werden wir auf jeden Fall Impagata wechseln. Aber was für ein Leecher. Ruckzuck-Hieb-Scanner. Ruckzuck-Hieb-Scanner. Digga, Onix hat keine Chance. Nocturne. Hoffentlich können die nicht alle das gleiche. Sonst muss ich die Taktik ändern. Ja, genau, Donnerschlag. Feuer verrecke. Da muss ich aufpassen, er kann sicher irgendwie Gesteinsattacke oder so. Ja, Sternhagel. Schwitz. Das war's mit Bruno. Yes, warum? Wie konnte ich nur verlieren? Da ich verloren habe, muss ich jetzt still sein. Bereite dich auf die nächste Herausforderung vor. Jo, der nächste ist der Siegfried. Da werden wir, glaube ich, am Pharos wieder vorschicken. Weil ich weiß es zwar nicht mehr, aber ich glaube, er wird Galados als erst einsetzen. Wenn nicht, setzt der Dragoran ein und dann ist es auch gut. Ich habe die Melanie vergessen. Egal, ich bin Melanie aus der Top 4. Du heißt Slavos, sehr amüsant. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Ihr wilder, harter Ruf gefällt mir. Sie sind wirklich stark. Glaubst du kannst es mit uns aufnehmen? Los, ich will mich amüsieren. Auf geht's. Die habe ich voll vergessen auf die Unlichtante. Fuck.
Ne, wegen Top 4. Aber der Siegfried ist der Champ. Aber sie schickt nach Tara rein. Das ist jetzt nicht allzu wild. Vielleicht kann ich da Donner und kann es trotzdem erledigen. Ich habe leider eben kein Psycho-Pokémon. Aber was rede ich denn da? Oder? Ich weiß gar nicht jetzt auswendig, was. Kampf-Pokémon, glaube ich, war das, was gegen Unlicht so stark ist. Iflor, okay, da haben wir auf jeden Fall was. Ein Dragora nämlich. Wir hätten auch ein Oho, was fliegen kann, aber lass mal Dragora auch ein bisschen seinen Spaß. Oh, sehr trifft nicht, das wollte ich schon sagen. Das wäre nämlich bitter. Gengar. Gengar. Was setzt man gegen Gengar ein? Da lasse ich Dragoran drin, weil das ist mein stärkstes. Und da werden wir dann Feuer-Odem einfach machen. Schauen, dass er Two-Hit wird. Kramurks, da werden wir Ampharos auf jeden Fall einsetzen. Ampharos, ich merke es mir nicht. Donnerschlag. Der war wieder schneller wie wir. Hat ihm aber auch nichts gebracht. Hundimon, der war Feuer. Das heißt, da kommt der Imperator wieder zum Einsatz. So Feuer und Licht. Hundimon! Mit seinem Teufelsschwänzchen. Nun, du bist gut, das gefällt mir an einem Trainer. Starke Pokémon, schwache Pokémon, das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil. Du weißt, was wichtig ist. Schreite voran, der Champ wartet. Aber bevor der Champ uns erwartet, werde ich noch alles hochheilen. Beziehungsweise eh nur zwei. So. Aber jetzt kommt der Siegfried. Ich habe dich erwartet, Zlabus. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Worte sind hier fehl am Platze. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, der Beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried der Drachen, Meister, nehme deine Herausforderung an. So, und jetzt werdet ihr sehen, warum ich die Pokémon so hoch gepusht habe, weil der geht bis Level 50. Und Gott sei Dank ist jetzt Garados an. Aber den gehe ich jetzt kein Risiko ein. Da werde ich wirklich Donnerschlag machen, weil Garados ist eh vierfach schwach gegen Elektro, somit sollte das kein Problem sein. So, Dragoran. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird es wahrlich interessant, ob mein Dragoran gegen die anderen Dragoräne da bestehen kann. Und zwar mit Blizzard. Es fängt schon gut an, es fängt schon gut an. So, das muss ich gleich einmal loswerden da, die Donnerwelle.
und zweimal nicht getroffen und wieder Donnerwelle. Und das Dragoran wird nach der Top 4 dann freigelassen für die Dummheit. Du wirst besiegt, mir ist es egal, ich lasse dich wechseln denn jetzt nicht aus. Der wird drin bleiben, ob er stirbt oder lebt. Ist mir sowas von scheißegal. Aber wenigstens trifft einer mal. Dankeschön. Aerodactyl. So, da brauchen wir Bergato wieder, weil das ist Gesteinflug. Oh, sehr ver. Er macht Steinhagel, was dich glücklich macht. Wieder ein Dragoran. Ach, Gott sei Dank beim ersten Mal getroffen. Glurak. Da kommt wieder Imperator. Dankeschön. Und dann hat er noch ein Dragoran, ne? Das Level 50 Dragoran. Weißt du was? Dass der Dragoran nicht seinen letzten epischen Auftritt hat. Scheiß mal auf ihn. Das macht er am Voraus. Oh, Bodyguard. Das ist ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. 10.000 haben wir gekriegt. Boah, du bist sehr stark geworden, Slavos. Deine Pokémon haben deine starke und aufrechte Persönlichkeit akzeptiert. Auch du wirst zusammen mit deinen Pokémon stärker werden. Magit. Oh nein, alles ist vorbei, Professor Eich. Wenn du nicht so langsam wärst. Ah, Slavos, es ist schon lange her. Du siehst erwachsener aus. Dein Sieg in der Liga ist einfach fantastisch. Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinem Pokémon haben dir dies ermöglicht. Auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an dich hat sie all das durchstehen lassen. Glückwunsch, Slavos. Ein Interview mit dem neuen Champ? Das wird alles ein wenig zu laut. Slavos, kommst du mit mir mit? Ja. Moment, wir haben das Interview fast vergessen. Siegfried, ich war schon lange nicht mehr hier. Hier werden die Liga-Champs für alle Ewigkeiten gewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch aufgeführt. Hier und heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs. Eines Trainers, der Leidenschaft,
der Leidenschaft für und Vertrauen in sein Pokémon hat. Ein Trainer, dessen Erfolg auf Ausdauer und Entschlossenheit basiert. Der neue Liga-Champ, der alle Zeichen von Größe in sich vereint. Na, das wieder weiter. Das ist ein Schleimer. Slavos, darf ich dich und deine Partner als Champs eintragen? Ja, mach. So, jetzt ist der Kackwurst auch dabei. Der hat's gar nicht verdient. Da sind wir. Ja, das war's. Wir haben es quasi, also durchgespielt nicht. Wir haben Johto geschafft, darum werde ich das jetzt einfach so ein bisschen verschummeln, verschummeln, verschummeln. So, jetzt haben wir es vorgeschummelt. Weiter. Zack. Da sind wir wieder. Aber jetzt, im nächsten Part dann, gehen wir nach Kanto. Also, bis dann, euer Slavos. Tschüss, Dankeschön.